Hängt irgendwo oben was in deinem Crafting-CPU unten drin? Ja, eine Rune of Fire. Crafting 1. Ja, warum geht's denn nicht? Hm. So, warte mal. Ich hau mal eben in eine Rune of Air rein. Die hat ja letztes Mal schon funktioniert. Dafür ist auch alles da. No Crafting CPUs are available. Ich habe No Crafting CPUs are available. Ja, kennst du mal das unten, das Zeug. Okay. Dann starte ich jetzt mal das. Das geht. Na, der craftet da gerade eine. Moment, also, das hängt auch unten drin. Ja, ich hab. Mach nochmal ein Reset. Also nimm's mal raus. Ja. Ich habe hier gesehen, hier ist was passiert. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wenn ich das nochmal anordere. Ja, der schmeißt bei mir die Items falsch raus. Wieso das denn? Okay, er hat die Items hier rausgebracht. Das ist schon mal ganz gut. Ich craft mal eben, aber er... Da ist schon wieder eine Rune of Air drin. Soll ich die craften, oder? Ja, nimm mal raus. Ich starte jetzt nochmal einen auf Fire. Mal gucken, ob er das damit auch macht. Ja, kannst du auch canceln. So, Problem erkannt. Wie mache ich das? Wie verbessere ich das jetzt wieder? Also hast du da irgendwo einen Wurm reingebracht, oder wie? Das funktioniert ja letztes Mal. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht funktioniert. Also er schmeißt sie nicht auf den Altar drauf. Ach so. Aber das liegt jetzt nicht an mir oder so, nee, oder? Nee, das System kommt, also die Ware kommt hier oben an. Okay. Würde ich dir was sagen? Ja. Mein Mückenstich juckt. Kratzen. Nee. Jetzt frage ich mich, warum das nicht geht. So, ich muss jetzt oben erstmal weitermachen. Wieso geht das denn nicht? Das hat doch letztes Mal so wunderbar funktioniert. So, und wisst ihr, was ich jetzt hier mache, nachdem mir das jetzt so auf die Nerven geht? Also, was geht denn jetzt nicht? Ich muss mal den Autonomous Actuator von der anderen Seite aus angucken. Der fängt nicht an, der fängt nicht das, das der schmeißt es nicht richtig auf das Altar drauf. Da ist alles richtig. Oh, es ging doch letztes Mal, Blaze. Was ist denn jetzt los? Don't know. Da sind hier zwei Living Rocks drin, das ist ja klar. Muss ja auch. Von denen nicht noch welche. Was ist der Fehler? Ich order mal noch eins, ich habe das einmal abgebaut, vielleicht hilft das. Ne, es verschwindet direkt und das ist natürlich. Kannst du unten mal canceln? Bist du nach unten? Sofort, ja. Ja, stopf nur dein System, ist mir egal, ob es sofort oder später. Wie du magst. Jetzt überlege ich, was das sein könnte. Das hat ja letztes Mal funktioniert. Ich genehmige mir einen langen Drink. Prost. Wenn du die jetzt noch machen könnte, ich könnte natürlich noch. So, jetzt canceln wir das erstmal. Was ich jetzt noch probieren könnte, wäre, wenn ich jetzt hier ein Kabel lege. Hier. Ne, nicht hier. Ich habe nur das hier noch angeschlossen. Aber das wird doch eigentlich kein Problem sein. Weiß nicht, vielleicht liegt das an dem Kabel, das direkt unterhalb von den Crafting-Dingern ist. Ach nein, die Items kommen ja bei mir an. So, das Kabel sorgt nur dafür, dass die Items in der Kiste ankommen. Genau. Da kommt sie, bis dahin kommen die ja. Und dann schmeißt mein Rapid Item Valve die auch raus, was er auch machen soll, aber die bleiben nicht auf diesem Altar liegen, sondern werden direkt wieder eingesaugt. Ach so. Okay, dann kann jetzt ich quasi mal die nächsten ME-Interfaces craften. Heißt also, der Altar nimmt die nicht richtig an. Warum, weiß ich nicht. Das, das ist jetzt die Frage. So, da müssen wir mal zurückgehen. Wir müssen in Living Rock. Runen fertig. Da muss ich hinklicken. Da werden... Nee, das ist ja nur, wenn die Rune fertig ist. Das ist ja... Nee, das ist ja auch blödsinnig.
Also, was funktioniert hat, waren theoretisch die Rune of Air. So, die Condition sagt, wenn das in der Kiste ist, das war's ja, dann West bla blub, funktioniert. Dann gibst du das bitte dem Inventory. So, da kommt, ne, warte mal. Output ist Target der untere Dings, das funktioniert ja auch, der Rapid Item Valve. Ja. Das funktioniert ja auch, der Rapid Item Valve. Nur der Altar, der Runic Altar nicht. So. Rune of Air, mal eben kurz nachgucken, das Rezept. Rune of Air. Mana Steel, Mana Steel, Mana Steel, String, Feather, Carpet. Ja, ne? Jetzt gucken wir uns mal hier das Rezept hier drin an. Das Pattern. Rune of Air. Ein Feather, ein Living Rock, das ist klar. Drei Mana Steel, ein Carpet, ein String. Mhm. Das ist auch in Ordnung. So, als nächstes brauchen wir definitiv erstmal was ganz Wichtiges. Bam. Was ist denn jetzt das Problem? Condition. Wenn das da ist, alles in dieser Kiste. Und zwar Mana Steel 3, passt auch alles, ja. Also, wenn hier die drei davon da sind und hier einer und hier einer und hier einer und hier einer. Carpet, Feather, String. Und drei Dings. Joa. Warte mal, wir machen mal diese Pflanze weg. Mal gucken, was passiert. Ich order jetzt mal noch eine. Du bist noch da unten, um was abzubrechen dann. Ja, du hast irgendwas umgebaut. Ich kann schon wieder nicht mehr dran. Ans Crafting von meinen Pflanzen. Doch. Mm-mm. Ich hab nichts umgebaut. Also ich hab nur neue Interfaces gebaut, aber das hat ja eigentlich mit dem nichts zu tun. Bei mir geht gerade nichts. Ich kann es mir nicht craften. Das Ding trollt uns so ein bisschen, weißt du das? Ja, manchmal funktioniert manchmal nicht, das ist das Komische, das ist eigentlich völlig unlogisch. Wie gesagt, an den Channels kann es eigentlich liegen, weil im Moment habe ich hier 8 von 32 Channels, die belegt sind. Da haben wir 16, da haben wir 5 und da haben wir auch wieder 8. Es darf eigentlich gar nicht irgendwie überlastet sein oder so. Hier ist einer frei. Warte mal, du hast jetzt nur das Zahnrad reingepackt, oder was? Bitte? Das Zahnrad hast du neu reingepackt oder hast du irgendwas Neues reingepackt? Nee, gar nichts. Ich habe nur das Zahnrad quasi einmal weggeschmissen. Ja, ich laufe ja automatisch. Am Zahnrad liegt es nicht. Ich habe es gerade einmal rausgenommen und wieder. Hä, wo ist denn jetzt hingetan? Das ist wieder drin, glaube ich, oder? Ich habe es gerade extra rausgenommen. Einmal kurz, um. Weil das verstehe ich halt nicht. Wie gesagt, wir haben so viele Channels Frauen. Es ist wirklich so, dass dieser. Das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Dass jede Seite des ME-Controllers quasi so ein 32er Channel haben kann. Deshalb habe ich das jetzt auch so umgebaut und groß gemacht, ne? Weil eben. Ja, ja, ist richtig. So, und wo du jetzt. Deshalb, ich du craftest jetzt im Moment wird eigentlich hier gecraftet, ja? Bitte? Alles läuft alles nur hier auf dieser Ecke, ne? Richtig? Richtig. Da hinten hast du ja noch nichts gebaut. Ne, da hinten ist. Die sind zwar angeschlossen, aber da ist nichts drin an. Hier Patterns. Moment, ich nehme mal eben drei Patterns hier raus. Ich will nur mal wissen, ob das jetzt. Ne, sind alle nicht da. Also daran liegt es diesmal nicht, dass wir zu viel Pattern drin haben. Wo dann liegt's dann? Weil die anderen Craftable-Sachen sind ja auch drin, ne? Ist irgendwas noch hier im Dings-System drin? Ne, ist alle leer, ne? Nö. Das ist ja das, was ich nicht verstehe ab und zu, ne? Das ist, weiß ich nicht. Die Mittel sind aber die, an den Kabel kann es nicht liegen, an den Glaskabeln. An dieser Stelle möchte ich einmal Nina grüßen. Hallo Nina. Entschuldigung. So, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Das hat doch funktioniert, du hast doch nichts gemacht jetzt, oder? Nee, wie gesagt, ich habe nur die neuen Interfaces gebaut, aber da ist ja nichts drin, die sind ja leer. Die hier. Jo, die hier an den Ecken. Klemm die mal ab.
kann es immer noch nicht craften. Siehst du, das wird sie nicht verstehen, ne? Doch, da sind sie wieder, da sind meine Pflanzen drin. Machen wir wieder dran, die Dinger. Sind noch drin. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt sind sie raus. Warum? Mach mal nur eine Leitung weg. Kommen nicht wieder. Machen wir die zweite Leitung weg. Da sind sie wieder. Aber es sind... Ja, das kann also nur mit zusammenhängen, dass dieses Kabel überlastet. Warum auch immer. Vielleicht braucht meins zu viel da hinten. Keine Ahnung, was das braucht. Wie alles, was das zählt, was ich da hinten angeschlossen habe. Dann probieren wir jetzt mal was anderes. Da kannst du eigentlich nur... Eigentlich darfst du an diesen Strang dann nichts weiter anschließen, sondern musst die nächsten Dinge an einen anderen Strang anschließen oder so. Ich hab keinen mehr frei. Probier's mal was anderes. Ne, wieso? Warte mal. Die du jetzt hier angeschlossen, diese Ecken, kannst du die nicht hier hinten irgendwo anschließen? Ich weiß nicht, wie du das hier gedacht hast, dir. Ja, die sind ja, die Channels sind ja alle schon, da sind ja die Öfen und so dran, ne? Die brauchen ja auch schon so viel. Ach so. Scheiße. Ich habe aber auch gesehen, dass man mehrere ME-Controller irgendwie dran machen kann. Ich weiß, es muss irgendwie gehen. Das habe ich schon gesehen. Und dann würdest du ja wieder mehr Channels kriegen, oder? Wenn du mehr ME-Controller hättest. Natürlich. Richtig? Richtig. Achso, du hast hier alle schon belegt. Ja, hier sind die ganzen Öfen dran, oder was? Was mit den anderen beiden Strängen? Ja, du darfst du nicht vergessen, da hängen ja quasi die Öfen dran, die Pulverizer dran. Mhm. So, dann müssen wir vorher. Moment, ja, das muss doch gehen, man muss doch mehr Systeme anschließen können irgendwie. Als ich das letzte Mal probiert habe, war es so, dass unsere Festplatten nicht mehr gingen. Kann natürlich jetzt sein, weil ich es ein bisschen umgebaut habe, dass es so vielleicht geht. Ich habe keine Ahnung. So, das du ist musst bessere jetzt Kabel. Eigentlich deine Blumen wieder haben, ne? Nein. Im Moment nicht craftable. Es hängt nicht mehr dran, es hängt nur der eine dran. Das dauert manchmal ein bisschen, bis es aktualisiert hat, aber im Moment, nein, sind sie nicht da. Was ist das denn für Kabel? Das sind eigentlich nur die Covered Cable, ne? Das sind eigentlich die gleichen. Nur, dass sie halt gecovered sind, also, ja. Ich kann nur sagen, was das eben ist. Also, du kannst ja selber gucken, wenn du auf dein Scruffy-Bild in den Terminal gehst, dann hast du die Blumen nicht drin. Also, das ME-System trollt uns. An sind die Festplatten, okay. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Du hast nur Covered. Das sind nur die gleichen Kabel, nur dass die Covered sind, ja? Ja. Yep. Wenn man den natürlich noch probieren könnte, das nochmal wegmachen. Was soll das bringen? Vielleicht mag er halt einfach nur die Kabel nicht. I don't know. Vielleicht mag er einfach nur die Kabel nicht. Damit kann ich gar nichts craften. Im Moment ist das Remoting leer. Jetzt ist das Zeug wieder drin. Ja, jetzt sind die Blumen wieder drin. Richtig. So, jetzt würde es mich trotzdem mal interessieren, wenn ich sage, ich mache jetzt quasi hier eine Verbindung. Ja, ich muss aber kurz warten, dass es als updated im Remote-System. Jetzt sind sie weg. Warum? Warum? Moment, sind sie wieder da? Warte, du hast gerade das Kabel angeschlossen, dauert noch ein bisschen, bis er ist weg. Bitte weg. So, du kannst 32 anschließen an den Dingen, ja? Wie an einem so einen Dense Cable Fluix kann ich 32 Channel anschließen, ja. Gut, wie viel Channel verbraucht so ein Würfel hier von dir? Der einen. Ein Channel, ein Würfel.
Also haben wir jetzt im Moment 4 Channels dran, ja? Also hier nur wenn wir nur. Ich stehe ja dran, hier. 6 von 32. So. Jetzt ist natürlich die Frage, kann vielleicht so ein ME-Controller allgemein nur 32 hier benutzen? Das weiß ich nicht. Oder geht dem das. Moment, jetzt interessiert mich nochmal was. Wenn ich jetzt das hier anschließe nochmal. Ne, es verändert sich ja nichts an den KRF.